Ja, und willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar möchte ich mit euch jetzt mal einen Countdown in Java programmieren. Und das Ganze machen wir nach dem Intro. Wir legen auch direkt los. Ich habe mir jetzt hier in Eclipse schon mal ein Projekt angelegt. Und das macht ihr dann jetzt auch einmal in eurer Entwicklungsumgebung. Und danach können wir auch direkt loslegen. Wir legen als erstes einfach mal hier unsere Klasse an. Also ich habe sie Public Class Countdown. Und dann die geschweiften Klammern. Und dann noch einmal die Standardmethode public static void main. Und dann natürlich in den Klammern noch das übliche, also string und so weiter und so fort. Dann legen wir uns als erstes einmal eine globale Variable an. Also ich nenne sie jetzt einfach mal int timer. Und die globale Variable legen wir uns hier oben einfach mal an. Nachdem wir das jetzt gemacht haben, machen wir uns jetzt hier unten einfach mal die Methode counter, also public void counter, und dann haben wir das fertig. Das ist eigentlich schon mal so der Grundaufbau von dem Countdown. Mehr brauchen wir da jetzt eigentlich auch gar nicht. Wir vergeben jetzt einfach hier oben mal einen festen Wert, also einmal int Zähler gleich 10. Das soll jetzt bedeuten, dass der Countdown von 10 bis 0 runterzählt. Wir machen eine neue Instanz von der Klasse Countdown. Die nennen wir einfach mal C, dann gleich New Countdown, damit wir auch gleich auf unsere Methode zugreifen können. Also C.Counter. Und diese Methode soll jetzt auch hier unseren Int-Zähler kriegen. Dann müssen wir das hier unten natürlich noch eintragen, also Int-Zähler. Und natürlich hier oben dann noch den Zähler mit übergeben. Das funktioniert auch soweit. Als nächstes schreiben wir dann hier oder nehmen hier unsere globale Variable und weisen der jetzt den Wert von dem Zähler zu. Als nächstes machen wir dann eine neue Instanz von der Klasse Timer. Die nenne ich einfach mal Timer A gleich New Timer. Jetzt müssen wir natürlich noch das Ganze, also die Klasse Timer importieren. Das machen wir hier in Java ganz einfach, Import Timer. Und als nächstes brauchen wir dann noch eine Instanz der Klasse Timer Task. Und dann müssen wir natürlich hier oben auch nochmal die Klasse TimerTask importieren. Das nehme ich einfach mal Task A gleich New Timer Task. Dann sehen wir jetzt hier auch, hat er uns nochmal hier so eine Public Void Run hinzugefügt. Die müssen wir jetzt noch einmal kurz ausfüllen. Und da schreibe ich jetzt einfach mal rein if, also eine if-Anweisung, Timer größer 0. Dann solle er bitte einmal den Stand vom Zähler ausgeben. Also System out Printline. Also soll er uns hier einfach mal gerade das ausgeben, was im Zähler steht, also welche Zahl im Zähler steht. Und dann soll er den Timer einmal reduzieren, also minus 1, dass er von 10 auf 9, von 9 auf 8 geht und so weiter. Und das war's dann damit. Also machen wir noch eine If-Anweisung, und zwar für den Timer, sobald er minus 1 ist. Weil würden wir jetzt hier die 0 reinschreiben, dann würde er jetzt das hier ausführen, sobald der Timer hier schon auf 0 ist. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen erst, wenn der Timer auf 0 steht oder ja, den Durchgang nach der 0, soll er erst das hier ausführen. Also müssen wir da die minus 1 nehmen. Und da schreiben wir dann aus System.out.println, dann in Klammern. Da schreiben wir dann einfach jetzt Option rein. Und dann müssen wir den Timer A jetzt auch beenden. Ansonsten würde jetzt er hier, solange der Zähler bei minus 1 steht, und da steht er dann ja die ganze Zeit immer wieder hier System out print, also immer hier wieder Aktion ausgeben. Das können wir gleich auch nochmal anschauen. Und als nächstes oder als letzten Schritt müssen wir jetzt hier noch einmal unseren Timer A nehmen. Punkt Schedule oder Schedule, wie man das immer aussprechen mag. Und da geben wir jetzt einmal hier unsere Timer Task an, also Task A, dann hier eine 0. Und dann noch einmal Komma und dann nochmal die 1000. Das bedeutet jetzt, na, hier vorne nicht null, sondern Task A. Und zwar übergeben wir jetzt hier einmal unseren Task A, also das Ganze hier. Und da, die 0 bedeutet, dass er sofort anfangen soll. Und die 1000 bedeutet einfach, dass der Abstand immer dazwischen eine Sekunde sein soll. Die zwei Zahlen sind hier in Millisekunden, sprich, eine Sekunde sind 1000 Millisekunden, also
geht das Ganze immer in 1 Sekunden Schritten. Würden wir da jetzt 2000 reinschreiben, dann wird das Ganze immer nur alle 2 Sekunden gehen und bei 3000 alle 3 Sekunden. Und die 0 bedeutet einfach, dass er, sobald das Programm gestartet ist, sofort anfängt zu zählen. Würden wir jetzt hier eine 1000 eintragen, würde er erst nach einer Sekunde anfangen oder nach 2 Sekunden. Also das kann man dann so hochtreiben und das Ganze dann ist dann auch schon fertig. Wir können das jetzt hier mal ausprobieren und wir sehen dann, das Ganze funktioniert nicht. Er gibt uns ganz halt jetzt nur die 10 aus. Schauen wir mal, woran das jetzt liegt. Brechen wir das mal ab. Und das liegt daran, dass wir haben jetzt hier den Zähler übergeben und ziehen hier nur den Timer ab. Also er gibt uns hier nur den Zähler mit der 10 ganz halt aus. Das ersetzen wir einfach mal durch den Timer. Und dann sollte das Ganze gehen. Ja, jetzt zählt er runter von 10 auf 0. Und wir sehen dann jetzt hier gleich 0 und dann kommt erst die Aktion. Würden wir jetzt hier, wie auch vorhin angesprochen, dieses Cancel rausnehmen, dann würde er, setze das hier ganz mal auf niedriger, damit wir nicht so lange warten müssen. Ja, dann würde er, wie gesagt, diese Aktion da, das immer wieder da reinschreiben. Das schauen wir uns einfach mal an. Also, er würde jetzt hier ganz halt weiter Aktion, Aktion, Aktion schreiben. Und das möchten wir ja nicht. Und deswegen hier dieses Timer A.cancel. Und ja, jetzt haben wir uns hier einen kleinen Countdown programmiert. Und ja, jetzt könnt ihr den für irgendwas verwenden. Oder euch selber ein kleines Countdown-Programm schreiben. Oder wo immer es angebracht ist, könnt ihr das jetzt gerne verwenden. Und damit ist das Video eigentlich auch schon vorbei. Also wir haben jetzt hier unseren kleinen schönen Countdown. Die Methode könnt ihr jetzt in eure aktuellen Projekte einbinden, falls ihr es braucht. Und dann einfach drauf zugreifen. Ja, das war's dann für dieses Video. Ihr seid dann jetzt hier auf meiner Endcard. Hier links findet ihr mal mein letztes Video. Hier rechts könnt ihr jetzt noch meine Java-Playlist anschauen. Da sind auch ein paar nette Tutorials drin. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Hier unten könnt ihr mich jetzt gerne noch abonnieren. Und ich würde dann einfach sagen, wir hören uns im nächsten Video.